Jetzt haben wir die Aufnahme gestartet. Hallo Leute. Ihr merkt, wir haben viel Spaß. Ja, wir haben ja mehrere hundert Klicks auf unseren Videos. Jetzt müssen wir mal Hallo sagen. So, wir sind hier beim Grinden noch. Ne? Wir sind jetzt beim, würde sagen, also meine persönliche Meinung ist, ist der schlechteste in der Reihe am Type 61. Ich habe gar nicht gesagt, von welchem Panzer du sprichst, aber. Ja, das kennen doch unsere Fans. Die wissen nur, dass wir auf den STB-1 grinden. Okay, hier, der da. Was, wie findest du? Ja, sag mal, wie findest du den? 61 reden wir, okay. Wir grinden auf den STB-1. Ja, ja, gut, aber wir spielen jetzt sind wir beim 9er, also beim Type 61 der Japaner. Genau, jetzt sind wir im größten Müllkübel in der Reihe. Ich glaube, ja, das dürfte ziemlich das beschissenste Fahrzeug sein. Genau. Aber gut, wir haben ja versprochen, wir nehmen 2-3 Replays auf. Nein, Buggy, nein, nicht den. Okay. Ja, das ist was gleich. Was habt ihr denn verbaut? Erzähl mal. Tarnnetz und Optik. Arschloch. Er hat noch nicht die Ketten, er kann noch nichts einsetzen. Ach so, ja, ja, Buggy ist stuck. Ich bin so richtig stock. Ja, den hat er vielleicht im Arsch. So richtig lang. Okay, los. Also Stabi und Optik, Ansetzer. Okay. Auf der Karte kann man vielleicht sogar was machen mit dem Drecksfeld. Mit dem Ansetzer verprügeln wir Buggy. Also er hat keine Panzerung, dafür ist er relativ mobil. Die Kanone ist einigermaßen genau, aber bei weitem nicht so gut wie vom Leopard 4TA. Und betone den Tumor am Kopf. Ist ja eigentlich egal, weil der ganze Panzer am Big Spot ist, kann auch so einen riesen Pickel auf dem Turm haben. Pascal meint das Ding da oben neben der MG. Ja, meinst du, es ist ja noch größer? Nein, ich meine, es ist riesengroß. Ja, du meinst ja noch größer. Übertreib jetzt nicht, du. Ja. Diese Angeberei, weißt du, kriegst du. Der ist echt groß, oh mon Dieu. Okay, wir fahren rechts, oder? Ja, euer geht spitz zusammen, wenn er breit gefallen. Da unsere Panzer ziemlich rechts. Nein. Das ist das andere links. Ja, ich gebe euch Support von hier. Ja, wie es jetzt läuft. Ja, ja. Ich soll in die Mitte fahren, einer fährt links. Ach komm, mach doch, was ihr wollt. Das hier, ja. Der Akrobat hat gesagt, man muss aus der Mitte wirken mit dem Meter, okay? Hier sieht man perfektes Zug-Gameplay. Übrigens ganz toll von euch, dass wir immer so hunderte von Klicks auf unseren Videos haben. Das ist das beste Format, was ich habe. Danke dafür. War auch nur, weil ich 3 Bier hatte. Kein Problem. Du hast schon wieder Bier. Nein, verrat uns doch nicht mit deinen 100 Accounts. Okay, wir halten uns sehr defensiv, weil wir wissen, wir sind überall penetrierbar. Das ist sowas wie ein Leopard, nur schlechter, wie Bruce vorhin sagte. Ich habe einen EBR getroffen und penetriert. Ich weiß nicht, was da falsch ist. Ein Verbrechen, der mit einem Leopard zu vergleichen, Kill. Ja, gell, schon. Da kommt ja gar nichts. Da kommt nur so ein komischer. Von der Mobilität kann er locker mithalten. Oder komischer Teil. Schön mit Gold geschossen, ja? Jo, klar. Haben wir hier die Büsche geändert? Ihr seht, super präzise. Schwarzpanzer rechts. Ja, aber Gerst, wir lassen die Schwarzen aus dem Thema heute. Idiot. Ja, hast du gesagt. Ich seid doch. Oh mein Gott, lass es Abend werden. Ach, ist ja schon Abend. Also war auf, dass du. Egal, jetzt konzentrieren wir uns mal. Okay. Schon die ganze Zeit. Ja, genau, der kann scheiß Bus. Jetzt. Bei diesem Panzer muss man sich sehr konzentrieren, Leute. Das bringt auch nichts. Bei mir ist gerade eine Su gebounced für 520. Okay, alles klar. Wie kann dann hier eine Su bouncen? Frag mich nicht. Die steht da hinten. Kanonenblende, glaube ich. Soll man zurückziehen? Was meinst du? Nee, hat direkt die Kanone getroffen, die Su. Aber nicht beschädigt. Du bist hier ziemlich alleine. Buggy, komm, lass uns abhauen. Nee, wir kommen gar nicht mehr weg. Meinst du? Das ist das, was wir am besten können, abhauen. Ja, aber. Ja, naja, gut, dann bleiben wir. Wir kämpfen jetzt wie ein Mann. Ja, auf geht's, da ist er schon. Der Schwarze hinter uns, Achtung. Ein Schwarzpanzer! Komm jetzt, auf geht's! Aber ich. Buggy, kämpf! Schau meine HP an, ich kriege für dich. Ah, du bist ja Stock. Oh. Oh, der hat auch einen schönen Pimmel auf dem Dach. Warte mal, bleib mal defensiv, komm. Hätte das sowas wie Pimmel sagen, aber wir nicht? Okay. Wir müssen ihn nur spotten und ich hole davon das. Ich sag nicht Pimmel. Achso, hab ich Pimmel gesagt? Da ist hier ein Baum gefallen. Ach guck, der Herr Feldkommandant sagt uns, wo ein Baum fällt, von seiner sicheren Position ein. Ne? Ich finde das nicht in Ordnung, dass sie die Bäume einfach so umfahren, okay? CS. Ich hab uns abgeklärt. Oh Gott, Snapshot incoming. Oh, Abpraller. Come on, ey, das ist so eine Müllkarte. Entschuldigung. Wie kommt die Art, die kommt den gleichen? Oh, ich bin offen!
Da sind die 30, komm, hol ihn dir. Oh, der tut weh. Du, ich kann versuchen zu tracken, okay? Nee, du kannst versuchen zu töten. Wenn das ein Sieg wird, dann lassen wir es dabei, oder? Ich meine, wollen wir nicht noch einen Stream machen. Ah, der ist gebounced an mir! Er hat geschossen! Ja, du machst es schon. Du hast die DPM. Eieieiei, da war es aber noch ein Leopard, Mensch. Du, mein Kommandant ist verwundet. Wir führen 4 zu 3. Was ist da? Hello Kitty Pflaster rauf und dann geht's weiter. Boah, ich bin offen. Au, Leopard PTA. Ja, könnten ein bisschen Support brauchen. Hat geschossen. Aber da ist ein Leopard, piek bloß nicht. Ja, unten ist so. Es ist irgendwas an mir gebounced. Es ist irgendwas an ihm gebounced, guck mal. Ja, ja, bei mir ist auch gebounced, die Su, also irgendwie bounced ziemlich viel. Aber ich aim mal links, okay? Ein bisschen. Also das sieht ja mein Pimmel am Dach, ne? Oh Gott, ich krieg eine Panikattacke. Was ist denn hier los, ey? Okay. Du musst fangen dir eine. Nein! Okay! Hilfe. Jetzt haben wir noch mehr. Hier ist drei. Ja, die sind so weit weg. Ihr müsst. Was will denn der? Ihr solltet Druck machen auf deiner Flanke. Ihr sollt euch vielleicht da verpissen. Ich glaube, das geht nicht mehr. Immer diese guten Ratschläge. Leopard? Unsere Adri kann doch reinhalten, aber mit dir wird sie nicht. Getroffen. Ich habe gedacht, ich schieße eine Absicht daneben, als witzig ist. Okay. Die 30 nehme ich jetzt raus, oder? Wieso kriege ich die nicht rein? Die S3 kommt und sagt, ja, hey. Ja, ist, Junge, ich kann ja nicht helfen, ey. Ja, aber sagt sie hey oder was jetzt? Oder was? Hey, ho. Sorry. Oh, ist das schön ein Genuss im Type 61. Was macht denn Bruce? Okay, Bruce ist jetzt blind, jetzt wird er abgeschlachtet. Ja, ich bin echt blind. Wir verlieren es doch wieder, jawohl! Wir haben alles gegeben, Buggy, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Also ich konnte auf die Entfernung euch nicht helfen, weil die Granaten einfach sonst so hingeflogen sind. Ja, den dritten Type hätten wir brauchen können, ja. Ach, erzähl keinen Scheiß, guck euch die an, ey. Aber hätte, ne? Ja, hätte. Wir schließen zusammen, dass Bruce scheiße spielt. Ich hab nichts gesagt, nein. Achso, jetzt ich sag's einfach. Nein. Oh. Du hast aber einen raus, du. Au. Boah, sie wissen, dass ich hier bin, ich versteh's nicht. Also ich denke mal, wir werden ihn alle drei verkaufen, links. Ups. Der Bruce behält den, hat er gesagt. Na, echt, behält er ihn? Ja, ganz bestimmt. Das ist der Grund, warum Buggy heute Stocks spielen muss, weil Bruce will unbedingt diese Replays machen. Ich will das Scheißding verkaufen, ey, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich muss sagen, nach 5 Spielen habe ich ihn auch nicht mehr angefasst. Wieso reden wir noch über Panzer? Ja, ich wollte doch gerade sagen. Na klar, reden wir über Panzer. Na sicher, aber was sonst, okay? Oh, jetzt stellen die Klickzahlen wieder in die Höhe, Leute. So. Ja, sicher, da wo du Angst vor schwarzen Panzern hast. Achtung, ja, jetzt, er macht doch. Guck mal, jetzt kommt Late Game Carry. Bruce macht das. Boing. Ich hab gedacht, er kann was, weil er ein Panzer aus hat. Ich hab nichts gesagt, ich hab mir Buggy, ich sag nichts. Ein Panzer aus auf dem Ding? Ich? Nee, ja. Bruce, hast du Panzer aus auf dem Teil? Ja, tatsächlich, ja. Ja. Ah, ja. Ich hab jetzt sogar geschickt, aber du wolltest es nicht online stellen, Penner. Nee. Ich möchte noch mal meine Zuschauer was fragen. Warum klickt ihr dieses Video? Schreibt es mal in die Kommentare. Warum? Okay? Ich möchte nur ein bisschen wissen, was euch dazu bewegt. Okay. Das sind die Videos, die man schaut, bevor man die ihr haltet die hört nicht auf die, schreibt es einfach runter, okay? Ich möchte es echt mal wissen. An, aber sie gucken ja nicht bis zu dieser Minute 4 oder wo wir jetzt sind. Meinst du, sie gucken nur kurz rein? Okay. Ja, sie gucken nur kurz rein und deswegen hören die gar nicht, dass du diese Frage oder diese Antwort. Okay. Also schreibt bitte der rein, der bis jetzt dran geblieben ist. Wenn so einer fragt, das ist ein Problem. Oh Gott. So, das wird ja ein großer Kill. Ist auf Platz 1. Kill. Ja, ich habe auch eine große Kanone drauf gehabt. Oh. Mhm. Ich habe heute 17 Runden gemacht, habe 5 gewonnen, ich bin Profi. Ja, ich bin auch sehr gut unterwegs. Ja, haben noch eine. Halten wir noch eine Runde aus? Okay. Nee. Also, okay. Wir müssen den Leuten schon zeigen, mindestens 2 Runden, wenn nicht 3, was dieser Panzer kann. Ich habe keine Credits. Schaut euch mal die Panzerung an hier, Turmpanzerung 85, Wanne 55. Streuung 0,35 habe ich, also. 0,35. Warum, was hast du für eine Streuung? Habt ihr auch, oder? 0,35? Ich fahre ohne Ration. Hast du Waffenbrüder fertig? Ich habe 0,38. Ja, habe ich Waffenbrüder.
Okay. Also, Boogie, über dich reden wir gar nicht. Du hast eh den Kleinen. Was? Du hast eh den Kleinen drauf. Nee, ich habe vorne den Kleinen und oben drauf den Großen. Du hast einfach eine Riesenwarze auf dem Kopf. Hey, Leute, wir haben Glück heute mit Matchmaker. Seid dankbar. Das hilft uns ein Scheißdreck. Weil das bringt uns so viel. Ja, über 2000 werden wir doch jetzt kommen. Alle, oder? Wer hatte nochmal die Idee mit den Japanern? Ich nicht. Echt? Das warst du, glaube ich, Bruce. Ich glaube, ich war es wirklich. Oh, nein, ja, weil wir hatten es gleichzeitig, oder? Wir verstehen uns. Wir hätten den Type 5 granten sollen, der ist noch ein bisschen. Der macht ja nicht so Spaß mit seiner HE-Schellen. Fahren wir hier rein, wir sind schnell. Wo rein? Da unten? Ja, können wir. Ja, wir kommen, wir pushen bis hier vorne ran. Wenn wir es schaffen, haben wir was gewonnen, ansonsten ist eh vorbei. Ja, aber den Stock-Motor. Und alles Stock. Also. Kommst halt nach, okay. Ja, kommst okay. Mit deinem Kleinen hinterher. Ich halte hier einen Platz frei. Ihr fangt auf die Schellen und ich komme in rechten Moment reinzufahren. Okay, haben wir die gleiche Tarnung? Warum haben wir die gleiche Tarnung? Dann keine Ahnung, wir verstehen uns so gut. Wir haben auch gleichzeitig die Idee gehabt in den STB 1. Okay. Jetzt zieh mal links rüber, ich will nämlich nicht von rechts kassieren. Danke. Leute, kleiner Tipp, fahrt nicht gegen den Pfahl hier, da hat es mich mal geflippt im Centurion Action X. Was? Dagegen soll ich fahren? Ja, da bin ich. Ja, das sah schon cool aus. Hast du es geschafft? Okay. Ja. Kann ich aber auch flippen. Ja, nicht wenn man so gut fährt wie ich. Aber ich lade mal Gold durch für euch, liebe Zuschauer. Ein Kong oder was? Ach du Scheiße, da kommt gleich ein Kong. Aber der ist so fett und langsam, das dauert noch. Ja, aber das macht keinen Sinn, Gold auf den Kong zu schießen. Seit der Hit, Space Dame. Ich knall jetzt da gerade runter, ne? Das ist schon ein schwarzer Panzer, oder? Nee, das ist nicht. Nein, du bist. Deine Atem mit. Aus der Fahrt habe ich nicht getroffen. Wieso nicht? Oh, halt, Gil, kann sich nur erinnern, wenn wir außen herum gepusht sind. Ja, wollen ich weiß. Das nochmal machen? Nein! Oh, Scheiße! Ja, das ist ein E-Mail. Ja, super. Macht Spaß. Mein Turm ist viel größer und stärker. Wir sind im Arsch, Leute! Wir sind im Arsch! Wir spotten die. Okay, das geht auf mich jetzt. Es hätte ja gut gehen können. Alter, was ist denn hier los? Noch ist alles machbar, Leute. Ach du Scheiße. Kein Problem, okay. Wir haben alles im Griff. Alles easy. Zwei Emil und ein Kong. Ne, ein Emil. Ja gut, das Problem ist die sehen meinen Tumor am Kopf einfach zu schnell. Ne? Aber die Gun Depression ist ganz ordentlich, muss ich sagen. Ja, 10 Grad, das ist sonst okay, aber es bringt dir einen Scheiß. Weil die sehen halt 100 Jahre vor deinen Pickel. Oh, oh und wie der Pickel spritzt, ne? Ich glaube, der Mutz, den könnte man ein bisschen. Der ist mutig. Okay. Na, willst du mich locken? Hat er die Ostereier in der Hose? Shit, Erbens. Ich habe schon wieder 23 gebounced, also irgendwie. 23 oder finde ich das? Nee, 320. Bisschen... Okay. Achso. Ich krieg Spot. Mein ich Gott, nicht. Ich krieg. Was kriegst du? Den nicht rein. Nicht hoch, aber das Buggy. Was? Du hast gesagt, ich krieg ihn nicht. Wir wollen! Das ist meine verdammte. Sorry, ich muss auch mal ein bisschen was machen. Ja, ich hab auch gar nichts. Ja, dann komm hinter mir, wir machen Zeitversetzt. Ist aber auch was, okay? Wie Profis, komm, wie Profis. Ja, das ist jetzt auch was. Oh ja, wie Profis, oh. Achtung, da hinten der Emil. Der T55, oh, Leute. Ich würde gerne den Kong. Wo denn? Achso. Ich habe ihn angezündet. Okay, der Bruce macht das, der hat noch AP. Ja, Bruce macht das, der hat noch AP, oder? Okay, 390 vom Emil, meine Fresse. Ja, der wartet da hinten nur. Ich glaube, der will was. Ja, unser Emil hat sich entschieden mitzuspielen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Schiebe ich direkt vor den Weg. Piep. Leute, diese Nummer 50 will sich rächen. Okay, wir drücken jetzt rum. Fertig. Nee, machen wir nicht. Doch, ich drück rum. Ja, dann drück rum. Ich stopp die Kills ab. Da sind wir noch ein Emil. Emil, ja. Vorsicht, Leute. Easy, easy. Ich drück rum. Drück rüber. Mach nichts mehr. Emil hat. Ja, der hat einen Clip. Ja, scheißegal. Du bist jung, du kannst es vertragen, Junge. Ich glaube, der will es wissen.
ist Emil und der will es wissen. Buggy, das ist doch fein. Kill noch ein Kill und noch zwei Kills und dann haben wir das Ganze. Mon Dieu! Was steht denn da hinten? Ja, ziemlich viel witzige, coole, kleine, große Scheiße. Jetzt sieht man die Gun Depression gut bei dem, das ist das einzig Gute an dem Panzer. Hast du damit sagen, dass Japaner scheiße sind? Was nein, ist? Wollte es nicht sagen. Gut, ich nehme mal Verantwortung in die Hand. Oh. Beherrschte. Hat mal, ich fange mal die. Buggy, sei vorsichtig. Ich hab doch Angst kaputt, um dich. Ach, sein Motor ist kaputt. Wenn man diese Ausreden. Ne, ja, dieser Ute ist ja kein Dude, ist also aufpassen. Warte, mein Motor ist kaputt. Wie kommt's? Ich versteh's auch nicht. Okay, dann Move fertig, denke ich. Eine Seltenheit, dass es ein Motor kaputt ist. Ja, es scheint also keinerlei Zusammenhänge zu geben an Fertigkeit. Oh shit, hey, jetzt reicht die Gun Depression halt doch. Ja, aber der Otis, der will Otis. Ja, Mensch. Let's go into the action. Die schießen der Renegade, der macht das, okay. Renegade regelt. Okay, das getrackt und geht jetzt raus. Renegade macht das, okay. Regelt das. Ja, der Scorpion muss sterben jetzt. Mein Motor ist kaputt. Wirklich bis jetzt jede Runde durch. Er hat noch 9 HP, Mann. Ist der Motor kaputt gegangen. Und der Motor geht nie kaputt, okay? Ist hier kein Scheiß. Das gibt es nicht. Nein, meine Kanone! Warum? Jede Runde ist der Motor mindestens einmal kaputt gegangen. Sogar einmal, zweimal. Das ist hier wirklich erotisch. Erotisch auch noch. Let's go! Hey, wie würdest du das tun? Into the action oder was? Oh shit, Jungs, ich brauche Hilfe. Kriegst du nicht? Nein. Nee, kannst du vergessen. Hier vielleicht oder doch? Ja, vielleicht? Nein. Nee. Okay. Mein Motor ist auch im Arsch. Okay. Dass er auch Spaß macht, okay. Okay. Puh, der Motor ist im Arsch. Das ist schön. Mal gucken, was der restliche Team spielt jetzt auch mit. Sehr gut. Da steht doch noch ein WZ, oder? Ja. Ja, was willst du machen? Ich kann nicht mehr traden, ist mein Problem. Bruce, du fehlst noch ein paar Kills. Was? Oh, verdammt. Das Bruce, come on! Ja, into the action oder was jetzt? Into the action? Den krieg ich nicht rein. Was ist das? Oh nein, ich bin offen! Okay, komm, Adi. Adi nimmt mich, keine Sorge. Okay. Nee, da wird's jetzt. Aber ich bin auch gestorben. Sicher. Boah, ja. Dies ist doch eine Scheißkan. Egal. Egal, gewonnen ist gewonnen, Jungs. 8 Kills zusammen ist doch gut. Wir haben sie, denke ich, rasiert, ja. Bruce ist diesmal mitgefahren und von dem her. Ja, wenn ich dabei bin, dann. Geht alles gut. Wir können nicht wissen, wie scheiße sein Score ist. Aber ich habe trotzdem. Nee, aber man hat echt gesehen, die Gun Depression ist gut, aber die Kanone. Unzuverlässig. Motor ständig kaputt. Riesen Pickel auf dem Kopf, den man wieder reinspritzen kann. Mit Wasser. Schön. Wir haben gut gekillt und bei Buggy lief es besonders gut. Mit der Kleinen. Mit der Kleinen. Hallo, Mann. Alles Doc, sogar die Mannschaftsdoc, Leute. Okay. Aber der Panzer ist sehr gut. Du hast den ersten Preis, du musst ihn jetzt dafür behalten. Nee, aber ja, immer der, wo den Damage Record hat, muss ihn behalten. Ja. Der Boss hatte schon mal mehr. Fast schon. Nee, aber ja gut. Komm noch eine dritte, okay. Sollen wir noch eine dritte? Sollen wir uns das noch antun? Ich hätte irgendwann 4900 tatsächlich mal. Also ich will nicht so überraschungseffektsmäßig irgendwas Cooles spielen, obwohl wir angeben, wir spielen den Type. Komm, ich würde jetzt noch eine Runde mit euch spielen und danach verkaufen. Also komm, machen wir noch eine Runde. Also für die, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind, bitte auch nochmal reinschreiben, dann kriegt den ersten Preis von mir. Verlosen den Type 61. Ihr müsst abonnieren und die Glocke aktivieren und dann spielt ihr bei diesem Gewinnspiel mit. Der beschissenste Neuner, den ich... Nee. Entschuldigung, ich wollte ihm nicht zu nahe treten. Ja. Dem kleinen Japaner. Oh Gott. Also ich habe für 9 Uhr angemeldet, Age of Empire bzw. League of Legends. Das sind ja tolle Spiele. Ja, da werde ich ungefähr essen um 9 Uhr. Okay, dann verschiebe ich das kurz. Oh, guck mal. 9:07 im eigenen Team, Leute. 9:30 Uhr, Tim, okay, danke. Oh, je, je, je.
Okay, was machen wir hier? Was machen wir hier? Fahren wir wieder hier hin? Guck mal die Top Tier an. Boogie, mach du mal die Ansage, mach sie bitte ernst. Ja. Wir pushen alle auf A1 und dann nutzen wir dort bei dem Hügel die Gandhi-Version, weil keine Arte mitspielt. Hm? Ja, da denkt jemand mit, da liest jemand das Matchmaking und dann geht's zur Sache. Aber dann müssen wir auch durch F. Ja, sicher durchpushen. Okay. Ja. Weil wir haben. Sag mal, Kiel, willst du nicht noch ein paar Worte zu deinem Clan verlieren, zu deinem neuen Clan? Ah ja, wir haben jetzt einen neuen Clan gegründet. Er existiert schon länger, aber du hast den Hintern ja so spät erst hierher bewegt. Ja, wir haben einen super Clan jetzt. Der heißt, wir müssen noch einen Namen einfallen. Wie heißen wir? Horre. Ursprünglich H-U-R-E, also Harald und Richard eskalieren. Wargaming hatte was dagegen leider. Ja, da haben sie geändert. Der jetzt Clan haben hat sie einen automatisch Touch, Horre. Aber, nein, hat er nicht. Wie kommst du denn da drauf? Nennt man nicht schwul, das nennt man homosexuell. Ja, das ist vollkommen Latte. Transgender. Nee. Ne, Transgender ist wieder was anderes. Das ist was Bros und ich jetzt sind. Okay, das ist ein aggressiver Push hier. Das ist hochaggressiv, aber da ihr rechts von mir seid, kriegt ihr die Granaten. Wir lassen den T-44 sterben für uns. Ja, das ist eine gute Idee. Ne, warte, ich wir quetschen ihn ein. Guck mal, wir kuscheln. Oh. Wieso haben die alle keine Tarnung drauf? Und wieso sind die schneller als wir? Ey, Alter. Hey. Ich bin es nicht. Ach so, aktivier mal die Namen, du Bot. Okay, lass die Mauer da stehen. Nee, die bauen. So eine Mauer. Dass die wissen, dass wir hier sind. Oh nein, du lässt die Mauer da stehen. Oh scheiße. Bin offen. Ja, ich schön auch. Für dich. Oh, nimm die Mauer mit. Okay, einer muss vorfahren und die Bäume umfahren. Danke, wegen dir habe ich gefressen, Bruce. Oh, da steht noch ein Bandera. Okay. Ich stelle mich hinter den T-44, obwohl ich offen bin. Das ist ja der Pole, der neue. Ja. Zufall, das war wirklich ein Zufall, Leute, der Pixelschuss mit der Kanone. Aber manchmal hat man Glück, ne? Manchmal hat selbst das Unikum-Glück. Wir haben die Position, Leute. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt sehen wir gut aus, oder was? War mal der spottet hier. Also, wer fährt vor? Wer hat die Eier in der Hose? Wir haben hier ein Boras-Quell. Der macht die Blindschüsse. Boras braucht nicht. Hilfe. Jungs. Da steht was. Waffenträger. Ich hab mir eine gegeben. Oh, ist das eine geile Kanone. Leute, ist das eine geile Kanone. Oh, ist das ein geiler Brot? Ich hoffe, man erkennt die Ironie. Ich hab nochmal getroffen. Ist der raus? Nee. Der lebt noch. Ja, aber jetzt könnten wir vorfahren. Der muss ja erst eine neue Position beziehen und zugehen und alles. Ja, fahr doch. Nee. Ja, dann. Das macht doch der. Da ist noch ein Jagdjäger. Selbst ist der Mann. Schon 600 gegeben. Gehen Sie doch. Wer hat da hier? Oh. Immer fein daherreden, ne? Ja. Ja gut, ich fahr eins vor und dann platzig. Hat wir es hin drauf. Ich bin bei dir, Bruce. Das sagst du jedes Mal, dann. Oh. Ja! Oh Bruce, der war geil, Baby. Guter Spot, Bruce, guter Spot. Ja. Warte, der versucht sich zu verstecken. Ich hab hat mich trotzdem abgemacht. Ich hab mich trotz Darnetz abgemacht, was soll der Scheiß? Oh. Am Pantera ist auch noch da. Jetzt haben sie aber ordentlich gefressen, trotzdem. Ja, 1470 Spot ist okay. Ist das okay für dich? Nein. Kann man den Standard? Warte mal. Ja. Die Heavys sind durch in der Stadt. Warte mal einen Moment. Raskel kriegt mich rein von da hinten. Ja? Der schießt da für uns, ja. Hört man Udes hier und. Warte mal, ich versuche ihn rauszunehmen. Jagdtiger, alles hat getroffen. Ich kümmere mich um Spaghetti, okay? Kümmert dich eigentlich, ich bin tot. Boraskel wird mich gleich rausnehmen. Und das nur, weil Bruce so schnell geplatzt ist. Hey, ich habe ordentlich was aufgemacht. Ja, aber es war nicht genug. Es ist nie genug. Ich bin tot. Ich wollte den Udes von der Seite beginnen. Ja. Es ist schwer, jugendfrei zu bleiben. 7-4, ist doch schön, gehen wir noch eine Runde. Ja. Beglücken also. Wenn die Heavys endlich mal den Arsch. Ach komm, die Kanone ist doch wirklich zum Scheiß. Mama, ich motiviere mal unsere Unikums. Oh, wir haben ein 7279F, also. Naja, hab ich doch gesagt. Hier, die zwei. Ja. Irgendjemand hat den gerade frontal penetriert. Wie hat er das gemacht?
Oh, schon wieder? Jagdjäger auf der offenen Fläche. Ich komme da, glaube ich, gar nicht durch. Ah, jetzt haben sie unsere Superspieler endlich gecheckt. Kritischer Schaden in die Seite. Ich kann jetzt nicht schreiben, wir nehmen hier auf. Wir sind immer nett zu den Leuten. So. Die Kanone ist so scheiße, habe ich das schon erwähnt? Nein, nein. Okay. Okay. Ich habe Bäume, dass wir wissen, wo ich bin. Ah ja. Oh, 907 haben wir auch. Das müssen ja, wir bis die, jetzt haben sie es endlich gecheckt. Die haben da, sind ewig rumgestanden in der Stadt. Ein Type haben wir auch, also. Ja. Da warst du gerade Bäume am Schmerz. Ja, ich bin ganz nett zu ihnen. Ich, ja. Egal. Panzer zählen kann nicht jeder, weißt du? Das ist das Problem. Nee, es ist sehr. Nee, ist egal. Greenpeace am Arsch. Alle Bäume. Ihr macht das auch, Leute. Ich, Alter, Pukli, wo stehst du? Jetzt kannst du wirklich mit so einem Busch weiter nach vorne fahren, oder nicht? Obwohl. Oh, der Penner. Also. Also, Kerl, du musst gleich noch ein Schlussplädoyer halten. Auf die Mongos da, oder was? Nee, sorry. Ja, auf diesen Panzer, den wir jetzt alle wieder verkaufen werden. Nachruf. Pascal hat auf das Baguette spekuliert und versucht mit seiner Superkanone zu treffen. Kritischer Schaden. Okay. Pantera! Das auch. Weiß er, dass ich da bin. Ja, gut. Das macht er gut, ne? Also diese Präzision, also. Hat er jetzt einen Leopard? Oh, jetzt hat er getroffen. Jetzt hat er getroffen. Mal gucken, ob er nochmal trifft. Okay. Ja, ich muss mich hier den dritten Kill. Okay. Pascal wird ihn wohl behalten müssen, ja. Ja, unbedingt. Plädoyer, erzählt mal, was ihr heute so gemacht habt. Das ist viel aufregender als die Kiste da. Nicht viel, ich hab mit Bob telefoniert den ganzen Tag. Ja. Wer ist Bob, der Baumeister? Nee, normaler Bob. Nee, also ich hab nur eine Abschlussfrage an die Zuschauer. Warte, ich muss meinen Kopf vom Tisch wieder hochnehmen. Oh. Was meint ihr? Gefällt uns der Panzer? Ja oder nein? Hat einfach keine Stärken, also. Ja. Was nützt dir halt die Gun Depression, wenn du piekst und dann wird wie beim Zahnarzt mit dieser Spange das Maul auseinandergezogen? So links, rechts, links, rechts. Egal. Okay. Wollt ihr noch was sagen? Nee. Ich werde ihn gleich verkaufen. Kleiner Tipp, wenn ihr die Panzer verkauft, macht erst die Crew raus, das Ausbauen, das Zubehör und dann verkaufen. Ich gebe immer gern Anfängern ein paar Tipps. Was, das habe ich gerade nicht verstanden. Wenn du einen Panzer verkaufst, ja, dann entlass die Crew nicht, sondern mach sie vorher in die Kaserne. Wenn du sie grindest, levelst. Ja, die, wieso? Die gehen doch automatisch in die Kaserne. Machst das Häkchen dahin und dann gehen die in die Kaserne. Hä? Ja, aber manche machen das nicht. Ich habe früher mal eine Crew und einen Panzer verkauft, da habe ich entlassen. Ja, ganz entlassen. Die waren nicht mehr da. Dieter, die ja. Das ist unsere Zielgruppe. Mein Gott, wir müssen an den Anfängern ein bisschen. Harald und Dieter. Ja. Also unser Clan ist offen für alles im wahrsten Sinne des Wortes. Hinten, vorne, oben, unten und den Harald will dann auch für ihn. Warte mal, ja, ich gehe mal auf runter. So, hier, schaut mal. Hore, Harald und Richard eskalieren. Wir müssen uns einen anderen Namen einfallen noch. Ja, wir sind, machen. Wie viel ich sind wir im Plan? Ändern. 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind wir jetzt. 2 geklonte, aber. Also wir wollen dringend verstärken. Wir wollen noch mal Scharmützel fahren. Also schreibt mir. Ja, wir haben das Potenzial. Ihr könnt euch an jede Puperze hier wenden. Also die 2 anderen Typen sind ja Ausführende, nicht ein Personal. Eher ein Bruce, weil der ist öfter nüchtern als ja. Okay. Ja, okay, von Alkoholproblemen wollen wir jetzt nicht reden. TS haben wir auch bald ein gescheites. Ja, also. Oder Discord, je nachdem. Okay, also bis dann. Nächste Woche, denke ich, meist der B1. Hm? Ja, um 6 Millionen Credits. Ja, und ich muss die ganze Erfahrung noch aufbringen. Ja, das hat ja noch Zeit. Der STB1 wird ein bisschen spannender werden. 3 STB1 ja, im Zug ist bestimmt nicht schlecht. Der wird auch öfter kommen als nur einmal im Video wahrscheinlich. Ja, denke ich. Auch in anderen Videos, weil der also, kommt dann doch was.
Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Träumchen, ein Däumchen mehr ein Träumchen. Und Träumchen. Wascht euch die Hände und bringt schön fleißig den Müll raus, dass Mutti zufrieden ist. Ne? Okay. Was? Egal. Was? Ich gebe Tipps fürs Leben. Das ist ja das, was den Kanal ausmacht, Leute. Okay, Tipps fürs Leben von jemandem, der sich gerade entscheiden lässt. Ja, ist okay. Ich gebe lieber keine Tipps fürs Leben geben. Weißt du? Nee, es gibt ja Leute, die machen das nicht. Und dann kriegen die jeden Tag kriegen die zu hören, bring doch endlich den Müll raus. Und sie bringen den Müll nicht raus. Ah, ich wasche mir auch nicht die Hände. Ja, yeah, hör mal auf, du. Bleibt sauber, bleibt gesund. Genau, wascht euch die Hände. Bleibt steif. Ja, okay. Sowieso. Sonst kriegt ihr mit dem Ansetzer über die Rübe, ne? Wollen wir noch ein bisschen Dummsinn labern? Macht gerade Spaß. Nee, ich glaube, nee. Komm, meinst du, wir reiten uns nur noch mehr in die Scheiße? Ja, wir reiten uns quadratweise da rein. Okay, alles klar. Mag also. Die Scheiße. Rechtwinklige Scheiße. Okay, ich glaube, wir hören die Woche lieber auf. Pascal eskaliert. Ciao, ciao.